Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Außenminister Westerwelle hat mit seinem türkischen Kollegen Davutoğlu über den Syrien-Konflikt gesprochen. Er legte auf dem Rückweg aus China einen Stopp in Istanbul ein. Die Türkei hatte am Mittwoch ein syrisches Passagierflugzeug zur Landung gezwungen, in dem Radartechnik aus Russland transportiert worden sein soll. Als Nachbarland Syriens ist die Türkei von dem Konflikt betroffen. So schlagen immer wieder Geschosse auf ihrer Seite der Grenze ein. Türkische Panzer an der syrischen Grenze. Nach den jüngsten Zwischenfällen hat die Türkei nochmals ihre Grenztruppen verstärkt. Man wolle gewappnet sein, wenn die Krise weiter eskaliere, hieß es aus Regierungskreisen. Unterdessen Krisendiplomatie in Istanbul. Außenminister Westerwelle sprach ungewöhnlich lang mit seinem türkischen Amtskollegen. Dabei ging es um die jüngsten Zwischenfälle und auch um den syrischen Airbus, den die türkische Luftwaffe zur Landung gezwungen hatte, weil der Verdacht auf Waffen an Bord bestand. Doch dazu gab es auch heute keine konkreten Aussagen. Nach Medienberichten solle es sich um Radarbauteile handeln. Der türkische Außenminister machte noch einmal klar, dass sich sein Land das Recht herausnehme, bei einer Bedrohung militärisch zu reagieren. Falls in Zukunft ein ähnlicher Grenzverstoß passieren sollte oder die Türkei das Gefühl hat, ihre nationale Sicherheit sei in Gefahr, werden wir erneut zurückschlagen. Westerwelle sicherte der Türkei Solidarität zu. Zum einen Hilfe bei den Flüchtlingen, aber auch beim Verhalten, was den syrischen Airbus betrifft. Die Türkei muss es nicht dulden, dass Waffen nach Syrien durch den eigenen Luftraum gebracht werden. Und deswegen ist die Reaktion und das Verhalten der Türkei auch rechtmäßig nach internationalem Recht. Anschließend traf Westerwelle den Generalsekretär der Arabischen Liga. Es wundert schon etwas, warum Tage nach Untersuchung der Ladung noch immer nicht klar sein soll, was der syrische Airbus an Bord hatte. War es wirklich nichts Militärisches, dann hätte die Türkei ein Problem. Oder will man mit den Erkenntnissen Russland unter Druck setzen, seine prosyrische Haltung im UN-Sicherheitsrat aufzugeben? Weitere Hintergrundinformationen zur Lage an der türkisch-syrischen Grenze finden Sie auf tagesschau.de. In der ägyptischen Hauptstadt Kairo ist einen Tag nach den Ausschreitungen wieder Ruhe eingekehrt. Gestern waren bei Kämpfen zwischen Anhängern und Gegnern von Präsident Morsi mindestens 100 Menschen verletzt worden. Es waren die schwersten Unruhen seit Morsis Amtsantritt vor gut 3 Monaten. Auslöser waren Freisprüche für Funktionäre aus dem Machtapparat des früheren Präsidenten Mubarak. Am Tag danach ausgebrannte Busse in der Nähe des Tahrir-Platzes. In Brand gesteckt gestern Abend, nachdem sich Anhänger und Gegner Morsis eine blutige Auseinandersetzung geliefert hatten. Sie dauerte bis in die Nacht. Muslimbrüder, Anhänger der Partei des Präsidenten, hatten eine Bühne von liberalen und linken Gruppen gestürmt, als diese gegen Morsi und für eine demokratische Verfassung demonstrieren wollten. Die Situation eskalierte, Schlägereien, Steinwürfe, viele Verletzte. Die gestrige Auseinandersetzung ist der gewalttätige Spiegel einer politischen Polarisierung im Land. Morsi hat dafür gesorgt, dass Ägypten in der arabischen Welt wieder eine Führungsrolle spielt. Gott möge ihn segnen, ein ehrenwerter Mann. Morsi hat aus meiner Sicht nichts umgesetzt von dem, was er versprochen hat. Seine Entscheidungen sind für viele nicht nachvollziehbar. Auch die jüngste Entscheidung Morsis nicht. Zunächst hatte der Präsident den Generalstaatsanwalt entlassen, wohl wegen dessen Nähe zum alten Regime. Als dieser sich jedoch weigerte zu gehen und nach Protesten Morsi greife in die Unabhängigkeit der Justiz ein, entschied er heute, ihn im Amt zu belassen. Liberale Parteien und Jugendorganisationen im Land, die am Sturz Mubaraks beteiligt waren, werfen Morsi vor, er sorge dafür, dass der Staat immer stärker islamisiert werde und in die Hand der Muslimbrüderschaft gelange. Nicht nur die Opposition, auch viele im Land fürchten, dass das alte, diktatorische Regime womöglich nur durch ein neues ersetzt wird. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen unterstützt einen möglichen Militäreinsatz im westafrikanischen Mali. In einer Resolution beauftragte er UN-Generalsekretär Ban Ki-moon, gemeinsam mit der Afrikanischen Union und der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft einen Plan für eine Truppenentsendung zu entwickeln. Die Regierung Malis hatte um militärische Hilfe gebeten. Islamisten hatten im Frühjahr den Norden des Landes erobert. Ihnen werden schwere Menschenrechtsverletzungen an der Zivilbevölkerung vorgeworfen.
Der Internationale Währungsfonds fordert mehr Wachstumsanreize, um die Finanzkrise in weiten Teilen der Welt zu bewältigen. Sparen allein reiche nicht aus, machten die zuständigen Minister der 188 Mitgliedsländer in Tokio deutlich. Sie lobten die bisherigen Schritte gegen die Euro-Schuldenkrise, mahnten aber weitere Reformen an. IWF-Chefin Lagarde sagte, die Fortschritte in der Eurozone seien durchwachsen. Letzter Tag der IWF-Tagung in Tokio. Christine Lagarde, die Direktorin, kann zufrieden sein. Zwar hat die Weltwirtschaft enorme Probleme, die Staatsverschuldung ist überall deutlich zu hoch. Die Mitgliedstaaten des IWF aber haben heute beschlossen, stärker dagegen anzukämpfen. Alle seien sich einig, so Lagarde, dass die Industriestaaten ihre Schulden abbauen und sich weiter reformieren müssten. Wie schnell und wie genau, das müsse von Land zu Land entschieden werden. Vor allem die kriselnden Euro-Staaten müssten handeln, sagt der IWF. Die geplante Bankenunion sei wichtig, auch eine gemeinsame Geldpolitik müsse her, um wieder Vertrauen zu schaffen. Vor allem aber sollten die Euro-Staaten sich nicht totsparen, sondern auch investieren. Der Bundesfinanzminister ist erst einmal nicht dagegen, Griechenland aber mehr Zeit einzuräumen, wie vom IWF gefordert. Da bleibt Schäuble vorsichtig. Griechenland kann sich nicht noch einmal leisten, und wir auch nicht, dass wir wieder zu einer Lösung kommen, von der jeder sagt, das wird in 3 Monaten keinen Bestand haben. Ein Becher Reiswein. IWF-Direktorin Lagarde sieht die Jahrestagung als erfolgreich an. Wie erfolgreich aber, das wird sich erst noch zeigen. Das große Dilemma ist in Tokio nicht gelöst. Der IWF will, dass die Euro-Staaten mehr investieren. Sie sollen Geld ausgeben, um Wachstum zu schaffen. Deutschland dagegen will, dass die Krisenstaaten wie Griechenland ihr Geld vor allem sparen. Das Patentrezept gegen Europas Schuldenkrise ist weiter nicht gefunden. In Madrid sind erneut Zehntausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Sparpolitik ihrer Regierung zu protestieren. Unter dem Motto, wir zahlen eure Schulden nicht, demonstrierten sie gegen Kürzungen unter anderem bei Renten und Sozialausgaben. Die Regierung in Madrid hatte vor 2 Wochen ein milliardenschweres Sparprogramm für das kommende Jahr beschlossen. Die Europäische Union sollte nach Ansicht von Bundestagspräsident Lammert vorerst keine weiteren Mitglieder aufnehmen. Lammert sagte der Zeitung Welt am Sonntag, die Gemeinschaft müsse zunächst viele dringende Aufgaben intern lösen. Konkret wandte er sich gegen den für nächstes Jahr geplanten Beitritt Kroatiens. Der jüngste Bericht der Kommission in Brüssel zeige, dass das Land noch nicht reif für die EU sei. In Berlin sind mehr als 2000 Demonstranten für mehr Flüchtlingsrechte auf die Straße gegangen. Auf Plakaten forderten sie einen Abschiebestopp für Flüchtlinge und mehr Rechtsansprüche, unter anderem auf eine Arbeitserlaubnis oder eine eigene Wohnung. An der Demonstration beteiligten sich auch Asylbewerber, die von Würzburg nach Berlin zu Fuß gekommen waren, um gegen die Einschränkung der Reisefreiheit zu protestieren. Das diesjährige Gastland der Frankfurter Buchmesse Neuseeland ist mit der Resonanz auf sein literarisches Angebot hochzufrieden. Das Publikum sei außerordentlich interessiert gewesen, sagte der neuseeländische Verlegerpräsident Chapman. Künftig würden deutlich mehr Bücher aus einem Land ins Deutsche übersetzt. Einen Tag vor dem Abschluss der Messe besuchte heute auch Bundespräsident Gauck die Ausstellungshallen. Spontaner Jubel aus dem Publikum. Hunderte Besucher haben geduldig gewartet, um den Bundespräsidenten zu grüßen. Dieser winkt und geht, um sich mit Autoren und Verlegern zu unterhalten. Pressefragen an Joachim Gauck heute bitte nicht. Heute war der erste von 2 Publikumstagen auf der Buchmesse. 5000 Besucher mehr als vor einem Jahr stürmen die Hallen. Das eigentliche Geschäft für den Buchhandel aber ist schon gelaufen. Und zwar hier, im Literaturagentenzentrum, streng abgeriegelt von der Besuchermasse. Hier fließt nicht nur Geld, sondern Kontakte, Netzwerke, alles findet hier statt und zwar so konzentriert wie wahrscheinlich sonst nirgendwo auf dem Messegelände. Auf der Welt kann man auch sagen, ja. Der Handel mit den Rechten hat extrem zugenommen. Die Agenten hatten 20% mehr Kontakte als im vergangenen Jahr. Die Sprachenrechte, die Territorialrechte, die Medienrechte spielen jetzt eine große Rolle, weil wir uns ja nicht nur auf das Papier beschränken, sondern die elektronischen Rechte, die Hörbuchrechte, Bücher, die zum Beispiel als Vorlage für Computerspiele genutzt werden. All das, dieser Handel hat extrem zugenommen. Besonders in der Kinder- und Jugendliteratur wird diese Vernetzung deutlich. Ein Buch erscheint nicht nur gedruckt, es gibt E-Books, Computerspiele, Hörbücher. Ein Buch ist zunehmend Objekt multimedialer Vermarktung. Der Dachverband der Sorben Domowina hat heute im sächsischen Hoyerswerda sein 100-jähriges Bestehen gefeiert.
An dem Festakt nahmen auch die Ministerpräsidenten von Sachsen und Brandenburg, Tillich und Platzek teil. In den beiden ostdeutschen Bundesländern leben etwa 60.000 Angehörige der sorbischen Minderheit. Dem Dachverband gehören mehr als 7.000 Mitglieder an. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat auch ihr drittes Spiel in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2014 gewonnen. In Dublin setzte sich die Elf von Bundestrainer Löw gestern Abend mit 6:1 gegen Irland durch. Damit bleibt das DFB-Team Tabellenführer in seiner Qualifikationsgruppe. Er war einer der bekanntesten und profiliertesten Sportjournalisten in Deutschland, Harry Valerien. Gestern Abend ist der frühere Fernsehmoderator und Reporter im Alter von 88 Jahren gestorben. Valerien war Mitbegründer des aktuellen Sportstudios im ZDF, das er 25 Jahre lang moderierte. Ich bin ganz konsterniert, kann ich fast sagen, welche Kamera ist es? Also ich kann es immer noch nicht fassen, ich muss ja noch irgendetwas ansagen. Harry Valerien, eine Reporterlegende, Mitbegründer und 25 Jahre Moderator des aktuellen Sportstudios. Ein Münchner mit Charme und Herz, der die Sportberichterstattung in Deutschland prägte. Hartnäckig konnte er sein, er hakte nach, jedoch nie auf Kosten anderer. Vor allem dem Skisport galt seine Leidenschaft. Journalistisch begleitete er Skilegenden bei ihren großen Erfolgen. Er war ja immer mit einem Herzblut bei den Sportlern. Also das war eine ganz andere Verbindung, wie es eigentlich jetzt ist zwischen Journalist und Sportler. Das war fast schon so väterliche oder so Ratgeber. Valerien erhielt zahlreiche Preise, zuletzt 2004 den Bayerischen Ehrenfernsehpreis, obwohl oder gerade, weil er nie ZDF-Sportchef werden wollte. Gestern Abend erlag er einem Herzversagen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 14. Oktober. Bis Montag sorgen Tiefdruckgebiete für wechselhaftes und meist kühles Wetter in Deutschland. Ab Dienstag wird es dann zum Teil wieder länger freundlich bei steigenden Temperaturen. In der Nacht gibt es in den westlichen Landesteilen teilweise kräftige Schauer, vereinzelt auch Gewitter. Im Lauf der Nacht verlagern sie sich über die Mitte ostwärts, schwächen sich aber ab. Morgen sind am Vormittag vor allem in Küstennähe noch Schauer unterwegs. Sonst gibt es mal Wolken, mal Sonnenschein. Später breiten sich neue Regenwolken von Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg in die Mitte aus. Der Wind weht schwach bis mäßig, in Küstennähe frisch. Bei Schauern und im Bergland gibt es zum Teil stürmische Böen. Die Tiefstwerte in der Nacht liegen zwischen 9 Grad in Nordfriesland und 2 Grad am Alpenrand. Morgen werden in den westlichen Mittelgebirgen 9, am Bodensee 17 Grad erreicht. Am Montag gibt es in der Südosthälfte gebietsweise Regen, sonst neben dichten Wolken und einzelnen Schauern auch Auflockerungen. Dienstag und Mittwoch, von Wolken und Nebelfeldern abgesehen, zum Teil freundlich mit Sonnenschein. Im Nordwesten hier und da etwas Regen. Wir sind um 23.20 Uhr wieder für Sie da mit Ingo Zamperoni und diesen Tagesthemen. Der blutige Machtkampf zwischen Islamisten und Liberalen in Ägypten und die letzte Reise der Endeavour, Schleichfahrt ins Museum. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.